Ich spiele hier gerade Dismantle und zwar habe ich das Spiel so ziemlich durchgespielt, zumindest die Hauptmission, und da bekommt man eine Power Fist. Bisher, also am Anfang, gab es da ja so eine Brechstange und da konnte man dann alles kaputt hacken, wie bei Half-Life. Und dann hat man nach und nach immer bessere Werkzeuge bekommen, mit denen man alles kaputtschlagen konnte und Gegner bekämpfen. Und jetzt ganz am Ende hat man eine ganz krasse Power Fist, mit der man alles kaputt fisten kann. Irgendwie mit Strom oder so, da wird so Strom rausgeschossen aus der Faust und damit kriegt man alles kaputt. Also das ist, glaube ich, die stärkste Waffe im Spiel oder so. Die macht 100 Schaden und das ist jetzt richtig geil. Und dann schalte ich hier mal um. Hier sieht man die massive Faust. Und damit werde ich jetzt alles kaputt fisten. Wie gesagt, 100 Schaden macht das Teil. Und ich weiß überhaupt nicht, was Rückstoßstärke ist. Also Rückstoß. Also das heißt, glaube ich, dass die Gegner zurückgestoßen werden. Das können wir gleich auch mal sehen. Das ist ziemlich nice. Und ja, das bin ich. Ich habe so ein Wüstenoutfit. Das sieht zum einen ganz gut aus, zum anderen bin ich gerade in der Wüste, deswegen hilft es vielleicht. Wir haben nämlich hier gerade 35 Grad und man sieht, hier sind so ein paar Gegner. Und mal schauen, was das hier anrichtet. Ja, also Rückstoß ist auf jeden Fall vorhanden. Und ihr seht, wie die Faust, wenn ich das so ein bisschen auflade, dann schießt das richtig weit. Geil. Ja, und ihr seht alle roten Punkte, das hier sind Gegner und hier ist auf jeden Fall eine Menge los. Und ihr seht, wie selbst diese heftigen Gegner einfach zerlegt werden. Nice. Ja, und ich gehe hier einmal ums Haus rum. Und selbst diesen Container kann ich zerlegen mit dieser Waffe oder mit diesem Werkzeug hier. Und auch diese ganzen Zäune hier. Also wenn man weiß, wie mühsam das ist, das hier alles kaputt zu kriegen, dann ist das schon richtig nice. Und hier diese riesigen Steine, die kriegt man sonst gar nicht kaputt. Also hier muss man sonst wirklich jeden einzelnen Zaun einzeln. Also ich kann das ja einmal zeigen hier mit der Axt. Geht auf jeden Fall auch schnell. Ah! Oh. Also diese Gegner sind ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Also, die springen mich da richtig an. Genau, und dann suche ich mal meine Leiche wieder. Ups. Boom. So. Wie gesagt, ich suche meine Leiche wieder. Da kriege ich nämlich das ganze Zeug, was ich eingesammelt habe, wieder. Und dann werden wir nochmal schauen, wo diese Gegner abgeblieben sind. Ja, wie gesagt, hier fette Steine kriegt man sonst gar nicht kaputt. Mit diesem Werkzeug sowieso nicht. Mit der Schaufel auch nicht. Aber hiermit. Richtig heftig. Und ich kann sogar mehrere gleichzeitig angreifen. Und da gibt es einfach massenweise Steine. Wobei man auch sagen könnte, wofür brauche ich das überhaupt? Boom. Wofür brauche ich das überhaupt, wenn ich das Spiel schon durch habe? Naja, also so ein paar Nebenmissionen kann man immer noch machen. Das ist ja so ein Open-World-Spiel. Das hat hier tatsächlich eine riesige Welt. Also ich spoiler jetzt hier mal. Also das hat eine riesige Welt. Und das ist richtig nice. Ich liebe das Spiel. Ich habe das jetzt schon 100 Stunden gespielt.
Und hab ganz in Ruhe alles hochgelevelt, alles eingesammelt, alles angeschaut. Okay, hier geht's wieder weg. Aber ich wollte hier ein bisschen aufräumen. Selbst diese Zeile kann ich umlegen. So, hier ist schon alles tot. Und den kann ich auch kaputt schlagen. Mit diesem Werkzeug oder wie man das nennen soll. Es wird alles kaputt gefistet, sag ich hier gerne. Tausendzweihundert EP. Krass. Da kann ich jetzt auf jeden Fall nochmal ordentlich aufleveln. Ich bin ja hier schon Level 78. Als ich das Spiel beendet habe, also die Hauptmission geschafft habe, war es 76. Und ich habe bei Let's Plays gesehen, dass no Leute normalerweise irgendwie so 33 oder 40 haben, wenn die schon richtig weit sind im Spiel. Also ich habe da wirklich stundenlang einfach nur Sachen kaputtgeschlagen. Und ich liebe das. Das ist ja auch das Spiel hier. Das ist ja auch das Besondere an diesem Spiel. Man kann einfach 99% der Dinge, die es hier in dieser Welt gibt, kaputtschlagen. Mit einem Gegenstand, der stark genug ist. Und der hier ist jetzt auf jeden Fall stark genug für alles. Geil. Also die kriegt man sonst nicht kaputt. Noch mehr Riesenfahrzeuge. Das wäre wirklich nice, wenn man mich hier so einblenden könnte per Bluescreen und sowas oder Greenscreen. Aber habe ich jetzt nicht eingerichtet. Ich wollte nur mal eben schnell die neue Waffe zeigen. Und ich glaube, ihr habt schon gesehen, wie das läuft. Ja, moin. So läuft das nämlich. Zack, wie sie wegfliegen. Moin. Boom. Den Spielautomaten kriegt man nicht kaputt, aber dieses Teil da. Die sind ein bisschen gefährlich, die schießen wieder mit Feuer. Aber solange die mich nicht anschauen, dann bemerken die mich gar nicht. So, und jetzt kann ich hier nämlich einfach das gesamte Gebäude abreißen. Konnte ich auch schon vorher, das sind nicht die ganz krassen Wände. Aber auf jeden Fall muss ich nicht jede Wand einzeln kaputt schlagen. Und tatsächlich läuft das Spiel auch auf 33% schneller und der Nahkampfangriff ist schneller. Also ich habe hier schon einige Gegenstände, die mich so ein bisschen boosten hier. Also wie gesagt, ich habe das Spiel sozusagen durch. Ich habe alles, was man hier kriegen kann, so ziemlich. Nur so ein paar Dinge kann man noch machen. Wie gesagt, hier ist noch eine Quest offen. Und ansonsten kann man hier noch Medaillen sammeln, wenn man noch mehr Sachen macht. Zum Beispiel irgendwelche Radios anhören, die man noch nicht angehört hat und sowas. Oder was kann man hier machen? Lagerfeuer angezündet. Also ein paar Lagerfeuer gibt es noch in der Welt, wo ich noch nicht war. Und da kann ich jetzt nochmal nachschauen. Und ja, mein Inventar ist voll. Aber ich kann hier einmal irgendwie so einen Mist rausschmeißen.
Ein oller Lappen brauche ich nicht. Und ich habe hier auch so einen Gegenstand. Damit kann ich die Sachen wegteleportieren. Da muss ich nicht immer zum Lagerfeuer rennen und das da in die Kiste werfen. Ja, das ist das Spiel. Ich glaube, ich habe jetzt hier alle Gegner erledigt. Und jetzt kann ich hier noch einfach alles kaputt machen, was noch da ist.